Hallo und herzlich willkommen zu einem Lost Place mit den lieben Rick und Bluefire. Heute sind wir in Sunshine Valley. Hallo. Hallo. Hi. Ja, genau. Darauf habe ich gewartet. Darauf habe ich gewartet. Ja, du hast ja schon mal angefangen. Ich dachte, jetzt sagen wir erstmal Hallo. Ach, ja. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Ja, das ist das erste Mal wieder seit langem, dass wir zu dritt eine Parktour machen. Ich muss mich erstmal wieder eingrooven, ja. Mhm. Ja. Nein, das ist von der lieben Shinny tatsächlich gebaut, von der Shinguin. Und das ist... Shinny, hallo! Hallo! Best friends forever! Heute bist du dran! Nein, du! Warum habe ich jetzt eigentlich gewunken? Hast du dein Bildschirm gewunken? Ich weiß. Ja, stimmt. Wie gut! Ich mach dir nichts draus. Ich mach es auch mal bei Verabschiedung. Das ist nicht dein Ernst, oder? Kurz vorab für unsere Zuschauer, dieses Video geht 45 Minuten, dabei lachen wir 40. Ja, du winkst bei der Verabschiedung. Bei mir passiert das ständig, ja. Ich hab mal gefragt. Einfach so random gewunken. Hallo! Kannst du mich sehen? Hallo! Ich bin im Fernsehen, Mama! Ja. Wollt ihr mich vielleicht mal aufklären, was wir hier überhaupt sehen? Ich fange jetzt an. Das ist nämlich ein Lost Place Park, wie man hier unschwer erkennen kann. Es ist nämlich alles zugewachsen. Von dem Benutzername ist das ein Contest gewesen. Ah, okay. Ja. Genau, ja. Wie man sieht, hier soll wahrscheinlich ein Freefall Tower sein, der im Arsch ist. Das war mal einer. Aber schön gemacht, der Eingang. Ja, finde ich. Echt total. Echt hübsch. Vor allem, ist die Mülltonne jetzt cool. Ist die Mülltonne zur Abstützung des Zauns? Oder? Wahrscheinlich. Oder war das mal ein Rolltor, so ähnlich? Und ich würde auch sagen, das ist eher ein Rolltor, was hochgehoben worden ist. Und dann hat irgendeiner eine Mülltonne da drüber geschoben. Das, so würde ich das auch interpretieren. Das ging noch besser, ja. Ja. Was ist das hier? Das ist eine geile Idee. Das sind die Belüftungsdinger hier. Nee, ich meine auch, Ticketshops, ne? Oder? Nein. Ja. Rollläden meine ich. Ah, ich will meine. Ich kann gerade nur nicht. Och Mann. Ja. Das will nicht. Drück mal Escape. So, das wollte ich. Ja. Ich komme immer noch nicht mit meiner 60% Tastatur klar. Moment. Der war schuld. Ja, ich weiß. Wer hat auch eine 60% Tastatur? Ich. Hier, das ist nämlich die Lüftung als Rollus. Das finde ich nämlich so genial. Ja, ja, das schon eine gute echt Idee. Echt sehr hübsch. Ja. Oh, wir speichern. Vielleicht machen wir es ja auch mal. Finde ich gute Idee. Was denn? Die Rollus. Die Rollus? Ach so, Rollus. Ja. Schauen wir mal. Wobei, der Rollus gibt ja in der Hinsicht ja schon, ne? Hier, inwiefern? Die Rollos hier sind die für den bayerischen Stil? Für die bayerischen Fenster oder sowas? Achso, du meinst die ach so. Ja, die Fenster werden. Ja, diese Holzdinger. Ja, diese Läden, genau. Diese, ja. Nee, wisst was ich meine. Ja, ey, wir sind im Park. Wir sind im Park. Oh, das ging aber schnell. Ja, ich hab mich mal da. Kurz hier so. So, hier. So. Mein Rücken. Halt fest! So. Warte mal, das lösche ich hier einfach mal raus. Das sieht so hässlich aus. Das gehört bestimmt nicht zum Gesamtbild. Das sollte nicht dazu sein. Ne? So, dann sind wir im Park. Alles schön zugewachsen. Geil. Alles schön kaputt, das mag ich. Ich finde auch die Atmosphäre gerade richtig schön. Also mit diesem kurzen, also gleiches Sonnenuntergang und... Eine Zeit habe ich jetzt nicht geändert. Also es war so. Nee, das ist richtig gut. Das ist genau die richtige Uhrzeit, ja. Ja, finde ich auch.
Ich finde das cool, dass das überall so Gras rauswächst und so. Das ist echt cool gemacht. Ja. Alles schön überwuchert. Oh, hat sogar jede Fliege. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was jetzt hier. Ja. Ehrlich, Kleinigkeiten machen es, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, was jetzt hier die Kriterien waren, was die durften, ja, was das, nicht durften. Das haben ja mehrere mitgemacht bei diesem Contest, ja, ne? Ja. Also, das weiß ich dann natürlich auch nicht. Hier habe ich was gesehen. Guck mal hier. Ah. Oh. Statik. Nee, das ist Scheißpark. Also, es ist ja auch verlassen, nicht. Ja. Das ist über die Zeit einfach, da ist die Wand weggebrochen. Ja, stimmt, ja. Ja, und trotzdem hält das Dach nicht. Doch, das ist an den Seiten fest. Ah, so. Du bist so ein gut Mensch. Mhm, manchmal schon. Nein, alles gut. Alles gut. War nur Spaß. Ja, ich kann mich gut an all diese Teile noch erinnern. Diese ganzen Kisten, Kartons, Mülleimer, Mülltonnen. Die setzt du doch heute noch. Dein Moko wäre doch voll der Lost Place. Ja, ist es ja effektiv, wenn du so willst. Hättest du einfach mal hochladen können beim Benutzernamen. Einfach die Zombies rauslöschen und fertig, ne? Ja, das würde passen. Ja, deswegen, die ganzen Teile kommen mir schon ziemlich bekannt vor. Aber ich find's cool. Ich finde das auch schön integriert. Integriert. Das mit dem Kausal ist hier echt hübsch. Ich weiß nicht, soll das. Ich weiß, irgendwas soll funktionell sein. Ich glaube, also ein Achterbahn soll funktionell sein, so viel ich weiß. Aber ob jetzt. Weil da ist ja ein Baum halt mittendrin. Ne? Drehen wird sich wahrscheinlich trotzdem. Aber ist ganz geil, in diesem Stil kannst du einfach überall Gestrüpp und Bäume und sowas reinhauen. Naja. Ja. Guck mal, hat sie extra kaputte Bänke. Hat sie Besucher reingelassen und die kaputt machen lassen, ne? Finde ich gut. Ja. Ah, muss ja dann drauf kommen, auf so eine Idee, ne? Ja, absolut. Voll gut. Wie ist das mit den Mülleimer, die kaputt sind? Ich sehe keine Mülleimer gerade. Machen die auch Mülleimer? Ist mir so noch nie bewusst aufgefallen oder so. Ich habe auch das Gefühl, ich kenne dieses Spiel einfach gar nicht mehr. So lange nicht mehr in diesem Spiel. Ich will ja auch die ganze Zeit weiter bauen, aber ich komme auch nicht dazu. Ja, im Moment hängt so ein bisschen die Zeit. Ja, stimmt. Aber gut, dass wir so viel aufgenommen haben, das merkt man gar nicht so. Ach geil, das ist richtig schön. Schon Backstage. Ja, finde ich gut. Ein Pinguin. Dieser Rabe macht richtig viel aus. Ja, ich wollte gerade sagen, es hat hier ein Easter Egg. Pinguin. Wir haben einen Pinguin gefunden. Ja, der muss überall hin. Der gehört überall hin, ja. Gerade Ingenieursparks. Wie ist denn das mit dem Freefall Tower gemacht? Genau, das würde mich auch mal interessieren. Ich will erstmal das hier, guck mal, das ist wunderschön hier. Diese Blumenkästen. Das ist alles wunderschön. Naja. Es ist auf einem neuen Level, sage ich jetzt einfach mal. Das hat sie sehr gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das sieht wirklich gut aus. Ich finde diesen Freeball Tower einfach genial. Ah, der ist so gebaut, cool. Wie sind die Sitze? Ach, das sind die Knight Rider-Sitze, sind das. Knight Rider, ja, genau. Und die, geil, und die Bügel sind Kopfhörer. Vom Schneemann. Ach, Schneemann. Ja, stimmt, an die erinnere ich mich auch noch. Stimmt. Sind da Reibräder dran? Naja, das sind diese LKW-Räder. Geländewagenrad, ja. Geil. Richtig cool gebaut. Ja, finde ich auch voll gut. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind alles. Machen wir das Ding wieder zu. Es tut mir leid. Ich sehe ja gar nichts mehr hier. Ja. Können wir mal gucken. Das sind alles, glaube ich, nur Schienenstützen, Achterbahnstütze, ja, Strebe. Ja, reicht ja voll aus. Diese abgestürzte Turm, hier, abgestürzt. Das ist echt genial gemacht. Nice, wirklich gut. Richtig schön. Finden wir noch mehr unter Wasser? Ey, wir sind Seven Sense, wir gucken uns alles an. Hier wird jeder Stein umgedreht. Ah doch, da sind auch unter der Brücke sind auch diese diese Holzbalken. Liegen dann auch noch da. Ah, sauber, siehste. Genie. Sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir. Grünen Daumen. Nee, sehr gut gemacht. Genie, das muss unbedingt in den Workshop. Ja, absolut. Sowas wird gesucht. Auf jeden Fall. Ja. Wie viele Teile hat es denn? Das habe ich wahrscheinlich genug. Das sollte eigentlich gehen. Ach, 300. Ja, hau das Ding in den Workshop. Unbedingt. Warum steht bei dir unten links No Profile? Weiß ich auch nicht, ich drücke hier gerade irgendeine Scheiße. Warte mal, so. Ja, dir fehlen ein paar Tasten, kann das sein?
paar Tasten. Ich glaube, ich muss echt mal eine große Tastatur wieder auspacken. Ja, das ist es. Ah, herrlich. Die Tastatur kommt aber nicht klar. Aber auch schön gemacht hier mit der Brücke. Also ich will jetzt nur mal kurz testen, ob hier alles noch läuft, weil ich habe gerade ein bisschen... Nee, läuft alles noch, sehr gut. Weil ich habe gerade wieder irgendwas gedrückt. Ja, sind wir ganz gut drin. Ja, ne? Sind wir sehr gut drin. Ja, aber ich will nicht wissen, wie oft wir schon Probleme hatten. Also der Achterbahn würde jetzt später gehen. Ich würde jetzt einfach nur kurz hier rübergehen. Ja, lass mal rübergehen, ja. Ja, spring mal drüber. Warte. So. Top. Geil. Ich weiß nicht, ob ich den Sprung geschafft hätte. Ja, ich auch nicht. Weiß ich nicht. Gut, das würde ich dabei haben. Das ist die Waschmaschine. Passender Name. Ist gut. Guten Tag. Schon, ne? Haben Sie noch offen? Also, können wir kurz mal rein? Der arme Kerl steht schon seit Jahren hier rum. Ja, ich wollte gerade sagen. Guck mal, hier qualmt sogar hier. Schade, man kann die ja eigentlich wegmachen, ne? Ja, irgendwie ging das schon. Ich bin mir nicht so sicher. Weil die hat den Boden ja eh überdeckt mit dem... ich vermute mal, dass das ein Toolkit. Was ist ein Toolkit? Da kann man die Mitarbeiter ruhig wegmachen. Der Boden. Nee, das ist der normale Weg. Nein. So. Klick mal drauf. Das ist ja normal. Das ist kein normaler Weg. Also es gibt die Textur als Weg auf jeden Fall. Aber ja, also siehst du als Dings, als... Sag schon. Toolkit. Ein Toolkit. Hab ich schon gesagt. Ja, aber es gibt auch den stinknormalen Weg, der sieht genauso aus. Ja, ich weiß, aber das ist ja nicht. Das ist ein Toolkit. Das ist mir egal, ich kenne mich nicht mit Toolkits aus. Da. Ich auch nicht. Der ist der falsche. Das ist der hier. Oh, der falsche. Sieht eh nicht aus. Egal, mach weiter. Ich habe ja nichts gesagt. Ich wollte ja nur ein bisschen was erzählen. Einfach so. Ja, random. So ruhig. Ja. Die Waschmaschine. Die Waschmaschine. Ja, ein Träumchen. Die was ist denn hier ist eigentlich? Was was qualmt denn hier eigentlich? Also das ist das Nebel, weil hier scheint es nämlich gelb. Vielleicht kommt das von dem Wasser, so als also so nee. Nee, ne? Oh, weil? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber es passt auf jeden Fall zur Atmosphäre. Ja, finde ich auch. Kann jemand hingehen? Seicht. Nö, finde ich echt schön. Echt, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Was ist das hier? Das ist so kaputte... Ach, geil. Ja, so kleine Details. Ich mag sowas, ja. Ja. Ist die Bänke noch ganz, siehst du? Die kann man nicht über die Brücke. Und eine wilde Maus. Fährt die noch? Ich glaube nicht. Fahren trotzdem mal, ne? Wollte gerade sagen. Wir gucken, wo wir ankommen. Vielleicht kann man unseren Zuschauern auch zeigen, wie sie das gemacht hat. Wenn ich mal die Bahn angeklickt kriege, so. Jubidu! Dies wird wahrscheinlich eine sehr, sehr kurze Fahrt. Viel Spaß! Ja, guck mal, der Ende ist schon geil! Sehr kurz, ja. Yay! Ey! Quatsch! Das ging eigentlich schon gut aus. Ja, sie hat hier vermutlich die komplette Bahn gebaut und dann Teile einfach weggemacht. Ja, wahrscheinlich. Ja. Auch sehr hübsch. Ja, voll gut, wobei die erste Kurve gefällt mir schon gar nicht. die ist halt... Die ist nicht gelungen. Aber hier ist mit den Jahren verbogen wahrscheinlich. Ja. Das ist ja wenig... Ist ja nicht komplett diese Bahn. Nein. Soll denn aussehen? Sieht auch aus wie eine Standard-wilde Maus. Also ja. Eigentlich genau das, was es sein soll. Ja. Was eine wilde Maus halt so ausmacht, die Endkurven. Ne? So... Ja. Wollen wir mal im Wasser gucken? Guck mal hier. Geht sogar hier ins Wasser. Ja. Die sehen uns alles an. Alles. Suchen es zumindest mal. Sag nicht, dass wir alles sehen. Ja, es klappt nie. Auch hier ein bisschen Müll und... die Leiter müsste auch Toolkit sein, ne? Ich glaub schon. Die Leiter. Ja. Ja, schon auf Englisch. War schon. Also auf Englisch ist halt nicht drin. Aber das hier soll der Bahnhof sein wahrscheinlich, also der Wartungsbereich für die Achterbahn, ne?
Das hier? Soll das wahrscheinlich darstellen. Das sieht aus wie so ein halber Switch-Track irgendwie. Ja, ja, genau. Kann. Nee, hier unten da, wegen den zwei schwarzen Schienen da. Ja, ja, genau. Achso, da unten, das ist meinst du, ja. Genau. Ja, genau da. Das kann natürlich sein, ja. Wahrscheinlich hier ein Wartungsbereich sein oder so. Das ist wahrscheinlich irgendein kleines Häuschen oder was drum. Hey, was? Achso. Nee, finde ich aber trotzdem sehr schön gemacht hier alles. Also. Ja, ja. Gar keine Frage, du. Auf jeden Fall mal einen Hingucker. So. Für einen nationalen Park. Okay. Du bist einfach zu, du kannst das zu gut. Selbst wenn du versuchst runterzufallen, landest du auf einem Holzbalken. Guck mal, es gab auch mal eine Tour hier in dem Park. Das ist auch kaputt. Meinst du, die geht's von uns zu kommen? Ja, wir haben auch so eine, stimmt. Ich hatte sich verirrt. Meinst du, die gehören zusammen? Er muss ja denselben Wagen. Das heißt, Bella Italia und dieser Park, das ist der steht in Italien eigentlich drin. Oh, jetzt gibt's Verknüpfungen, jetzt geht's los. Oh. Ein eigenes Universum, wo alle Parks ja. drin stehen. Hey, da laufen Ratten rum. Sehr schön. Haben sie denn wenigstens was zu essen hier? Ach, es gibt, glaube ich, genug. Stimmt, ne? Bestimmt, ja. Aber echt schön. Schön gemacht. Fliegen sie mehr aus wie Motten als alles andere. Ja, ganz komisch. Das sind so Mini-Fledermäuse. Ja, aber hier, also man kann es sich schön vorstellen, wenn der Park noch hier am Laufen wäre, ne? Hier einfach mal so sitzen und dann hier schön die Achterbahn zu beobachten. Absolut. Das wär's doch jetzt, ne? Wenn, so, jetzt müsste jetzt Shinny eigentlich den Park wieder komplett ganz bauen, so dass er wieder funktioniert. Und dann einfach nur als Gegenteil dann hochladen. Finde ich gut. Cool. Finde ich auch eine gute Idee, ne? Finde es auch gut, dass der Park in verschiedenen Ebenen gebaut ist. Ja, bis ihr mich darauf hingewiesen habt, wusste ich das gar nicht, dass ich das so oft erzähle, ne? Ja. Ich meine, ich denke da halt selber fast nie dran. Ja, aber ich finde das so gut immer, jedes Mal. Aber es ist ja auch so, ne? Wenn man auf verschiedenen Ebenen baut, ist es nicht so flach. Dann ist. Überraschung. Ah, so wie manche Witze, ey. Ja, aber wirklich. Oh, wieso? Oh, ey, das ist aber eine ganz schön lange Q-Line. The Arrow. Ja, ist schon. Ich frage mich, wo diese ganzen Buchstaben hin sind. Ja, hey, genau, die liegen ja auch hier nicht, ne? Nee. Sind ja auch, sind auch nicht abgefallen. Die hängen schon im Kinderzimmer. Ich finde das cool, dass hier Rosen auch verwelkt sind. Ja, sehr stimmt. Gute Idee. Das ist Detail. Ja. Hier auch hier in den Blumenkästen. Die Zäune und alles, ne? Also die Zäune, die hängen, wie die da quer und schief hängen. Also echt cool. Ich das weiß nicht, cool. ich kann sowas nicht, ne? Ich kann nichts kaputt machen. Es ist auch einfach mehr Arbeit, das so zu machen, ne? Weil du wirklich jeden Zaun einzeln anfassen musst und leicht verschieben musst. Ja. Das ist viel aufwendiger, als die einfach alle nebeneinander zuzustellen. Gut, ich denke mal, vieles ist auch Paste and Copy. Ich weiß ja nicht, wie viel sie Zeit hatte dafür. Keine Ahnung. Das weiß ich auch nicht. Naja, wenn das ein Contest war, dann wird ja wohl irgendein Limit da gewesen sein. So, dann sind wir in der Station. 1, 2, 3 und es ist sogar beschriftet. Sehr schön. Wir setzen uns vorne hin, in der ersten Reihe. Ja, ja, warum denn nicht? Da ist ja keiner da, ne? Ja, wieso? Mitarbeiter gibt's noch. Freut mich. Das könnten wir nicht machen. Junge Frau. Sowas aber. Ich habe irgendwas kopiert gerade. Null. Okay. Ich kann jetzt auch nicht gerade anklicken, Alter. Was? Hä? Was machst du? Ich mach nix. Drück mal Escape. Hä? Was ist das denn hier? Was ist das? Wo ist denn die Bahn jetzt her? Hä? Alter, was? Wo kommt die her? Auf den 100% Tastatur. Hab ich doch hier rumliegen, alles gut. Aber wo kam die Achterbahn her? Ich weiß nicht. Alter. Also, du hast weniger Tasten, aber irgendeine Taste spawnt einfach eine Achterbahn aus dem Licht. Ja. Ich hab ohne Scheiß gerade einfach nur links hingemacht, auf einmal war die Achterbahn da. Voll gut. Ja, unsere zweite Fahrt am heutigen Tag, ja? Ja. Hoffen wir, sie ein bisschen länger ist. Ja. Und hoffentlich nicht kaputt. Ja, warum ist offen? Also ich will jetzt nicht abstürzen oder irgendwo gegen klatschen oder so.
wäre jetzt nicht so angenehm. Ah, nee, die Kopfschmerzen, die will ich nicht haben. Juhu! Hui. Da fehlen Stützen. Definitiv. Nein, physikalisch nicht möglich. Oh, ein bisschen hart. Kurz vor Verfall, die waren, ne? Teilweise ein bisschen eng mit den Pflanzen drumherum. Gut, ich sag mal so, es ist ein Lost Place. Ich meine, im Endeffekt fährt man ja gar nicht mehr mit der Achterbahn, ne? Ja, das also, ist schon, stimmt schon. Von daher können von mir aus auch die Pflanzen ruhig in der Bahn stecken. Ja, es war ja alles noch zu so einem Grad, wo es noch okay war. Also ist ja nicht, dass wir jetzt gestorben sind auf der Bahn. Gerade so nur überlebt. wenn es jetzt kein Lost Place wäre, würde ich sagen, die Kurve, naja, gut. Das ist ja die Ausrede für alles. Wie bei uns ja, bei man Blätter, hätte aber vielleicht ja. noch nach dem ersten Backspin da, also bei dem ersten Loop. Ja, ja. Also hier hinten nehmen wir es. Da geht es ja noch einmal hoch und dann wieder runter und dann beim zweiten Mal runter, da hätte man vielleicht noch einen Loop reinmachen können, anstatt eine Bremse. Weil ach, hier meinst du, die Bremse ja. hätten. Genau, da ein Loop und dann kommt man aus dem Loop raus. Also die lassen, das lassen, da ein Loop hin. Mhm. Links. Da wo die Bremse ist, da ein Loop hin. Dann kommt man runter. Ja. Also aus dem Loop raus. Ja. Dann hätte man eine Rechtskurve machen können, in die Station rein und dort die Bremse. Hm. Dann wäre das auch schon vollkommen ausreichend gewesen. So hätte ich es jetzt wahrscheinlich gemacht. Das ist eine klassische Blockbremse, die es jetzt hier gebaut hat, ne? Ja. Genau. Aber wir haben nur einen Wagen. Genau. Ja. Das ist kein Kritikpunkt sein. Der zweite Wagen wird geklaut. Genau, richtig. Der steht irgendwo im Kinderzimmer. Der ist hier irgendwo in Wartung. Ja. Irgendwo. Hier drin irgendwo. Ja. Hier. Irgendwo. Hier ist genau. Bei der Toilette. Genau, ja. Hallo? So. Hat es verlaufen? Hat es verlaufen. Ja, auch schön, dass hier die Wände kaputt sind. Ui, kann das nur noch halten? Mit ganz viel Fantasie. Eine Menge Fantasie. Muss ja nicht immer alles funktional sein, gerade bei so kaputten Sachen. Ja, vielleicht stürzt es ja auch ein, wenn wir den Park verlassen. Es ist ja wieder hier eine Suche im Heuhaufen hier, ne? Kann man überall was meckern, theoretisch, wenn du jetzt hier... Das hier, Mama. Das sieht der ja nochmal, der normale Mensch hier auch nicht. Ja, deswegen. Nein. Was ist denn hier nochmal drin? Alles gut. Ein Mitarbeiterraum. Nein, das ist Erste Hilfe. Medizin, ja. Da sind wir aber schon durch. Schade. Ich hätte mehr gesehen. Mehr. Guck mal nochmal unter Wasser. Nee, ist ja nicht. Schade, nee, aber trotzdem sehr schön. Hier steht irgendwo Easter Egg oder so. Hier steht irgendwo Seven Cents oder so. Ja, bestimmt. Bestimmt. Ja, vielleicht von oben drauf die Bäume, weißt du? Achso, die sind so angeordnet. Ja. Ah, nee, doch nicht. Schade. Nee, doch, leicht sehe ich eine 7. Ganz leicht. Sieht ein bisschen von oben, sieht es ein bisschen aus wie diese Bilder für, wo du gucken kannst, ob du farbenblind bist mit den ganzen grünen Bäumen, wo so ein paar. Achso, wo dann mal so eine Zahl dann siehst. So Blindentest, Farbenblindentest hier. Jawohl, genau. Nee, finde ich schön. Ja, auf jeden Fall. Chini hast du ganz toll gemacht. Auf jeden Fall. Also hast den ersten Platz verdient. Da wollen wir hoffen. Toi, 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 drück einen Daumen. Ja, immer gespannt. Und ja, hier, ne, Chini, hier. Hochladen in Workshop direkt. Workshop. Ja. Der Minipark hier ist übrigens auch in der Beschreibung natürlich zu finden. Natürlich. Sehr gerne auch den Daumen, Abo und was auch immer favorisieren, was alles da möglich ist und was ihr machen könnt, ist auch noch kommentieren. Kommentiert das Ding hier. Kommentieren. Favorisieren, liken. Das ist eigentlich dein Part. Ne? Das ist, nee, das mache ich nur in den das mache ich nur in den Parktouren. Einmal alles. Ist das keine Parktour hier? Nee, auf jeden Fall, hast du auf jeden Fall Next Level erreicht, so in Sachen Bauen, würde ich sagen. Das ist wirklich... Ist schon echt cool, schon sehr cool geworden. Definitiv.
Auf jeden Fall. Also ich muss aber sagen, also das Ding, dieser Freefall Tower ist wirklich ein bisschen mein Highlight geworden. Ja, finde ich auch. Der ist wirklich, ja, der ist wirklich, ja, wirklich ist gut. Also der ist echt richtiger Hingucker. Nutzt das aus, dass du was im Workshop hochladen kannst und mach das. Ja. Ja. Gerade sowas. Ja. Ich glaube, es hätten viele Leute gerne in ihrem Park stehen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Und nächstes Mal stützen, ja, ne? Stützen. Ja, das ist immer so. So, das war's mit Sunshine Valley. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Guckt bei Chini vorbei auf jeden Fall. Und bei uns auch. Natürlich. Guck mal, hier ist sogar noch ein kaputtes Auto, hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt aber, ne? Ja, jetzt mal. Schön mit Ö. Hoffentlich habt ihr Spaß gehabt. Tschüss. Wiederschauen. Ciao. Oh, jetzt wink ich schon wieder. Nicht schon dein Ernst. Hast du das noch aufgenommen? Ja, hab ich auch zu. Oh, verdammt, das war gar nicht so gut.